Also, ich habe versucht, mit euch schon mal die Produktionskosten für Gras und Mais zu berechnen. Und ein wichtiger Knackpunkt sind die Arbeitserledigungskosten. Und deshalb habe ich den Dietrich Kortenbruch mal eingeladen von Exatrack, denn ihr hattet oft das Problem, dass ihr euch gefragt habt: Ja, Mann, wie lange hat das Güllefahren gedauert? Wie lange hat das Grasmähen gedauert? Machen wir im Detail. Exatrack bietet smartes, herstellerunabhängiges Flottenmanagement. Das heißt, das Produkt Exatrack besteht aus Hard- und Software, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und wir können im Prinzip bunte Flotten, wie wir es hier im Foto schön sehen, mit einer einheitlichen Datenerfassungslösung ausstatten. Das heißt erstmal immer Retrofit. Wir können Bestandsmaschinen immer nachrüsten. Ein großes Ziel der ganzen Geschichte ist, dass wir automatisch dokumentieren während der Arbeit, sodass der Fahrer sich auf seine Tätigkeit konzentrieren kann und nicht noch in irgendeinem Tablet rumtippen muss. Ein ganz spannendes Feature ist die automatische Erfassung von Isobus-Anbaugerätedaten, also jetzt die Spritze hinterm Schlepper, der Düngerstreuer oder das Mähwerk. Und dass wir eben sehr viel Zeit investieren in eine automatisierte Datenanalyse, um ja, praktikable Auswertungen eben auch anbieten zu können. Wir haben relativ viele Schnittstellen, um die Daten wieder rauszukriegen und sei es über den Agri-Router, ISO-XML-Dateien, Shapefiles, 365-Farmnet-Schnittstellen und so weiter. Da kommen demnächst auch noch ein paar weitere Produkte unsererseits. Und das große Ziel ist eigentlich die durchgehende digitale Abbildung des Produktionsprozesses auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, wie funktioniert das? Also, bevor wir jetzt gleich quasi mal in die Daten schauen und ein paar Anwendungsbeispiele geben, will ich mal kurz eigentlich einen Einblick geben, was wir eigentlich machen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben eigentlich immer eine Hardware-Einheit, die wird auf den Schleppern verbaut. Das ist hier oben im Bild, dieses kleine Modul. Das hat eine Internetverbindung und das schickt die Daten, die auf der Maschine erfasst werden, quasi in Echtzeit in die Cloud. Und ich kann am Rechner sitzen und mir die Standorte der Maschinen und die Daten ansehen. Dann zweiter Punkt, ganz wichtig auch fürs Grundverständnis. An jedem Anbaugerät ist dieser kleine Bluetooth-Beacon befestigt. Der sendet ein Signal, wird einfach per Magnet drangeklebt. Das geht relativ einfach. Der sendet ein Signal, sodass dieses Gerät auf dem Schlepper weiß, welches Anbaugerät gerade verwendet wird. Wenn wir das nicht haben, macht das die Auswertung ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht wissen, welchen Prozess müssen wir jetzt hier auswerten. Hat der Schlepper gepflügt, transportiert, gesät, gedüngt und so weiter. Und dann, was eigentlich auch relativ wichtig ist, wir haben für alle möglichen Maschinen, Hersteller, Maschinentypen fertige Kabelsätze, sodass bei uns der Kunde einfach sagen kann, ich habe den und den Schlepper und will ja den ausrüsten und dann kriegt das fertige Kabel Plug and Play quasi geliefert. So, das sind die Hardware-Produkte und da gehört natürlich ein ganzer Teil Software zu. Also wenn diese Hardware bei uns die Daten aufzeichnet, dann werden da wirklich, also wir erfassen jede Sekunde einen Datenpunkt, da werden unheimlich viele Daten generiert, die werden direkt automatisch ausgewertet. Das heißt, ich sehe den Maschinenstatus, arbeitet die Maschine oder ist er gerade in der Wartezeit, ist er gerade auf einem meiner Schläge unterwegs oder fällt er daneben auf der Straße rum zu einem anderen Schlag? Können diese Kosten oder diese Einsatzzeiten der Maschine einem Schlag oder einem Kunden zugeordnet werden? Das ist alles, was im Hintergrund automatisch passiert. Und die Datenauswertung, da hat der User ein Webportal, wo er eben die Maschinenstandorte sehen kann. Er kann auswerten, was auf einem Schlag passiert ist, Exportfunktionen und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt auch noch ein relativ wichtiges Feature ist ein Isobus Task Controller fürs Datenmanagement auf Maschinen- und Anbaugeräteebene. Das heißt, unsere Hardware-Einheit nimmt wirklich eine aktive Datenverbindung zum Gerät auf. Und das ist auch nochmal relativ entscheidend, um gerade auch im Grünlandbereich, wo das teilweise ein bisschen komplexer ist, die Maschinenzustände und entsprechend dann auch Flächenleistung und so weiter zu messen. Ja, das grob zur Hardware, zum Software und zum Produkt. Und was ich eigentlich immer gerne mitgebe bei solchen Veranstaltungen ist, dass man anfangen muss, als Landwirt oder als landwirtschaftlicher Unternehmer eben in Prozessen zu denken. Und man hört oft, dass dieser Begriff Digitalisierung letztendlich ist das nichts anderes als Prozesse, die vorher manuell oder analog durchgeführt wurden, digital durchzuführen. Es gibt verschiedene Beispiele, warum das jetzt mittlerweile schwieriger ist auf manchen Betrieben, als es vielleicht noch vor 30 Jahren war. Wir haben heute relativ komplexe Anbauverfahren, jetzt beispielsweise Strip-Till, wo ich Daten zwischen einzelnen Prozessschritten austauschen muss. Wir haben natürlich steigende Flottengrößen, weil die Betriebe größer werden.
Die Dokumentationspflichten werden strenger und letztendlich sollte das Ziel natürlich immer sein, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und das ist so ein bisschen auch unser Ansatz, dass wir eben so ein Betriebssystem für die Maschinenflotte darstellen wollen, mit denen ich eine Grundlage schaffe für eine Optimierung der eigenen Prozessketten auf dem Betrieb. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.